Reichführer, also richtig große und starke Reifer haben. Und damit packen sie normalerweise ihre Beute. Das hier ist Abel. Und Abel will schon los. Eieiei. Heute motiviert. So. Und Abel ist ein Virginia-Uhu. Und ich sage deswegen top motiviert, weil die normalerweise einfach ein bisschen da sitzen, bis die Gegend anguckt. Also, wenn sie schon fliegt, ist das toll, weil Abel ist als Uhu sehr, sehr gemütlich. Das werden wir jetzt wahrscheinlich dann gleich auch sehen. Und sie setzt sich auch ab und zu mal irgendwo in den Bauch und dann können wir warten, bis sie wiederkommt. Aber sie denkt, dass das immer ganz gut funktioniert. Und die liebe Adele, die ist als Uhu jetzt relativ schwer. Die hat rund anderthalb Kilo jetzt. Und mit anderthalb Kilo ist man eigentlich fast zu schwer, um schnelle Beute zu machen. Und trotzdem schaffen das die Eulen. Und sie hat hier oben so ganz schöne Federbüschel. Ne? Das ist aber nicht die Ohren, sondern die Ohren, die sind bei ihr am Kopf. Und das heißt, nicht auf einer Höhe wie bei uns, sondern unterschiedlich. Das wird bei uns komisch aussehen, wenn wir ein Ohr hier unten hätten und eins hier oben. Bei der Eule ist es super praktisch, sie kann nämlich ihren Kopf auch ganz toll drehen. Und was dazu kommt, sie kann sehr stoppenscharf sehen. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil mit einer Eule. Ja, da unten sind die Speichen. Das ist das, was ich gemeint habe, sie guckt sich gerne mal die Eule an. Sie hat sich eilig und sie weiß, dass sie auch ihr Futter kriegt, wenn sie nicht Höchstleistung bietet hier und einfach ein bisschen sitzt und guckt. Aber, genau. Irgendwann sollte sie stehen bleiben da oben, auf dem Weg, und da kommt sie nämlich. Voila, super gemacht. So, also, und das ist Vivi. Und Vivi ist eben nur 300 Gramm schwer. Und mit 300 Gramm hat man ein bisschen das Problem, dass man vom Wind halt irgendwo durch die Gegend geschoben wird. Da vorne steht der Kollege, der ist jetzt ein bisschen kleiner geworden heute, ne? Weil Vivi fliegt normalerweise auch auf Handschuhe, die die Kinder anhaben dürfen. Oh, genau, das ist der falsche Kollege. So, und wir üben das jetzt einfach mit dem Reben. Ey, jetzt ist da nichts. Ne? Und Vivi kann das, glaube ich, gerade nicht verstehen, warum Laura nichts dabei hat. Weil Eulen sind kurzsichtig. Die können das jetzt nicht gut sehen auf dem Handschuh. Jetzt, genau, geh mal zwei Schritte weg, dann merkt sie vielleicht, dass du das hast. So, und die liebe Vivi, die hat ganz feine Härchen um den Schnabel rum und damit probiert sie dann eben die Sachen abzutasten und merkt dann, wow, da gibt es was Leckeres. So, jetzt hat sie es glaube ich gesehen. Nein, sie hat zwei. Michelle ist nicht. So, wir probieren es nochmal. Aufpassen. Reden. Hier, so, genau. So, Vivi. Da ist sie. Gut. Stell mal deinen Arm ganz weit aus. So. So, jetzt hat es gelegen. So, also. Und. Ja, Kinder kriegen immer Applaus. Super, ne? Ja. Wir nehmen uns hier ab, um den Sachen zu packen. So, da kommt sie. Das ist Lima. Schön die Köpfe einziehen, weil sie fliegt nur so hoch, wie sie gerade muss, um Energie zu sparen. Und Lima hat hinten wunderbar weiße Federn. Und diese weißen Federn, die wurden früher von den Indianern benutzt, um Kopfschmuck zu machen. Jetzt muss man da dem Vogel nichts tun. Die fahren sowieso ein bis zweimal im Jahr von alleine aus. Das nennt man Mauser. Aber natürlich nicht alle gleichzeitig. Das wäre doof, dann würde sie aussehen wie ein Grillhütchen. Sondern die fahren schön nacheinander aus, damit sie eben immer weiter fliegen. Deswegen werden wir das gleich mal simulieren. Und sie mantelt auch ganz schön. Das heißt, sie macht immer die Flügel so raus und findet, das ist alles meins. Ne? Und können nämlich die Gegner nicht sehen, was sie für Beute gemacht hat. Ne? Bist du fertig da? Also, dann einmal ab auf den Hügel. So. Und dann schauen wir mal, ob sie das Fleischstückchen heute fangen kann oder nicht. So, Lima. Und Anlauf. Und. Zack. So. Also.
Hat sich das geklappt? Super gemacht, lieber. Hinterher macht er zum Teil auch, weil er die Fährte aufnimmt, aber Dobby ist blind. Und Dobby hat gelernt, der Typ, der nach Tiger riecht, der hat immer was Tolles dabei. Ne? Und so können wir eigentlich ganz schön immer zusammen trainieren. Und er sucht quasi die Fährte. Jetzt haben wir ihn vom Jäger bekommen, weil Dobby eigentlich für die Jagd eingesetzt wurde. Frettchen lässt man in Kaninchenbauten rein, zum Beispiel in den Städten drin. Und dort ist es so, dass man ja nicht schießen kann. Also geht das Frettchen in Kaninchenbau rein, greift die alle raus und draußen steckt, ist der Jäger gefangen. Und so können die Kaninchen da. Ja, stopp, ja. Dobby, die Fährte ist gut. Ja, super. Bin ich zu weit weggegangen, ne? So, und so kriegst du eben das Frettchen fertig. Komm hier, da bei der Jagd quasi zu helfen. Und dann kann man die Kaninchen wieder irgendwo anders ansiedeln. So, hast du gemacht heute? So, und normalerweise kann man fischen, ne? Und Frettchen sind kleine Räuber, das heißt, die ernähren sich zum meisten Teil von Fleisch. Ab und zu isst sie mal so ein Stückchen Frucht, aber eigentlich hat sie viel lieber Fleisch. Und dann springen wir einmal. Super! Jawohl! Und wenn das so gut klappt, dann machen wir es jetzt noch ein bisschen höher. So, aufpassen und... Mehrfach, spring! Jawohl! Nochmal! Dann kommt du schummelst. Und einmal oben drüber, super gemacht! So, und so hat auch ich. Und Katari, der fliegt ein bisschen anders als das, was wir jetzt gesehen haben. Der fliegt nicht von Tierpfleger zu Tierpfleger, sondern der probiert ein Federspiel zu fangen. Und das ist ein Lederstückchen, was ausgestopft ist. Und da hängt nämlich seine Beute drauf. Und so probiert er gleich Alexandra, das irgendwie abzujagen. Und das macht er, indem er rausfliegt und meistens relativ schnell dann mit hohem Tempo zurückkommt. Jetzt haben wir ein bisschen Wind, da kann es auch sein, dass er am Himmel fast stehen bleibt. Wir gucken es uns mal an. Und er hat einen Sender dran, da können wir gleich gucken, wie schnell er geflogen ist. So, da guckt er rein. So, schön die Köpfe einziehen. So. Ja, steht über dir. Ja, manchmal ist es blöd bei der Sonne, dass man dann fast nicht mehr sieht und dann stürzt er irgendwo runter. So, geht raus. Kommt wieder, super. So. So. So, heute macht es richtig gut und er wird einfach immer zurückgeworfen, weil der Wind oben ein bisschen zu stark ist. So, und dann kriegt er seine Beute und die greift sich dann auf und die lässt er nicht mehr los. So, gut gemacht, Herr Kahn.